Fußball 2000, ich bin auch wieder am Leben und ich habe mir Verstärkung geholt. Ich habe mir dieser jungen Dame heute das Fußballspiel RB Rasenball, was weiß ich, Leipzig, Eintracht Frankfurt angeschaut. Und ich muss sagen, Heike, ich zumindest bin überrascht, dass die Mannschaft tatsächlich nochmal die Kraft hatte, nach diesen 120 Minuten, auch heute über 90 Minuten in Leipzig zu gehen. Nimm mich mit in deine Gefühlswelt. Wie hast du dieses Spiel erlebt, außer dass du bei mir schauen durftest? Ja, was eine Ehre. Ja, ich sehe ja immer andere Spiele als andere Leute. Ich fand das Spiel gar nicht so schlecht, wie ihr alle immer denkt. Ich finde, 0:0 fühlt sich wie ein Sieg an. Ist tatsächlich auch, hätte ich vor dem Spiel unterschrieben, worauf du wahrscheinlich ansprichst, dass ich und mein Kumpel hier uns schon so ein bisschen geärgert haben, dass die ein oder andere Kontersituation nicht wirklich gut zu Ende gespielt wurde, wie schon die ganze Saison, aber das ist wahrscheinlich Meckern auf zu hohem Niveau. Gut, dass du mich da wieder ein bisschen runterholst. Ja, ich weiß, die Pässe sind nicht angekommen. Ja, ich weiß, wir haben die Tore nicht geschossen, weil... Keine Ahnung, erzählst du mir das jetzt? Höre ich immer so. Ich bin mir nicht sicher, ob heute ein Stürmer geholfen hätte, weil ich glaube, heute wäre nicht mehr der Stürmer an die Bälle gekommen, weil die einfach nicht zum Ende kamen, die ganzen Spielzüge. Aber nochmal, es ist gut, dass du uns ein bisschen runterholst, weil ehrlich gesagt, 0-0 in Leipzig ist überragend. Leipzig hätte auch das eine oder andere Tor schießen können. Das heißt, so ein bisschen hat sich das alles ausgeglichen. Und wer hätte das? Das hat doch keiner auf uns gesetzt. Eben. Also wer hätte gedacht, dass die Eintracht da überhaupt irgendwas holt. Deswegen, ich bin eigentlich zufrieden, ich bin ein bisschen fertig. Ich glaube, die Mannschaft auch. Und wir sind jetzt alle froh, dass wir eine Länderspielpause haben. Wie froh ihr seid, schreibt ihr uns mal bitte in die Kommentare. Wie bewertet ihr dieses Spiel? Weil ich glaube auch, dass ich mich jetzt mit ein bisschen Abstand beruhigen werde und dann sagen werde, okay, der Punkt ist super. Auch wenn es so ein bisschen, ich mir dachte, nein, spiel doch diesen einen Pass. Und Lindström hat auch die eine oder andere Situation. Ja, aber zwei Lattenschüsse und? So. Hm? So, deswegen habe ich dich dazu geholt, damit du mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholst. Was auch, glaube ich, ganz gut ist. Wie gesagt, es waren jetzt sehr erfolgreiche Wochen. Also was waren das für Wochen mit dem Los gegen Barcelona? Werden wir morgen alles ausführlich besprechen. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht schon wieder ankündige und da wieder was dazwischen kommt. Aber morgen ist Phil Hofmeister wieder da. Ich hoffe sehr, dass ein regulärer Phil Hofmeister tatsächlich morgen stattfinden wird. Immer wieder ein kleines Sternchen, weil es ist die letzten Wochen auch noch immer viel dazwischen gekommen. Wir wissen, es sind sehr, sehr wilde Zeiten gerade. Aber die Eintracht hat uns zumindest ein bisschen beruhigt. Wir haben nicht in Leipzig verloren. Wir haben alle überstanden, uns diese Spiele anzuschauen. Weil das muss man auch als Fan schaffen, sich das da anzuschauen. Ich habe die ein oder anderen aktiven Fan im Stadion gesehen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ultras sind wieder da, haben sich gleich mal bemerkbar gemacht. Habe ich tatsächlich sehr, sehr gefeiert. Ob ihr das auch feiert, interessiert mich nicht. Schreibt es nicht in die Kommentare, ist mir egal. Schreibt es ihr in die Kommentare. Genau, wir machen es jetzt mal so, wie bei Verurteilt. Verurteilt@hr.de schreibt ihr die Sachen. Ja, aber bitte freundlich. Nein, wir sind raus. Morgen Marvin Hofmeister und ich am Jockel Eden. Ich habe richtig Bock, die Sonne soll scheinen. Und ja, können zufrieden sein, glaube ich. Pam Pam, machst du auch mal Pam 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 mit? Pam. Wann immer ich Schalke in den letzten Jahren gesehen habe, waren es einfach grauenhafte Fußballspiele. Publikum, Stadionsprecher, Verantwortliche, Surrounding, Kommunikation, alles was diesen Verein betrifft, ist ekelhaft. Dieser Pseudokult, der da entsteht, mittlerweile feiern sie sich alle selbst ab. Aber Augsburg meint, da wüsste ich nicht, ob ich mir jetzt wie angucke im Fan, weil es wirklich ganz, ganz, ganz schlimm ist. Man weiß nicht, welche Mannschaft unsympathischer, welche Mannschaft gesichtsloser ist.